Unsere Bilder der Woche. Die Trockenbau Wendisch GmbH hatte am Montag in Schneeberg die Erzgebirgische Arbeitsagentur im Haus. Sven Schulze, Leiter der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz, hatte den renommierten mittelständischen Handwerksbetrieb mit insgesamt 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgewählt, um hier Bilanz am Ausbildungsmarkt 2021/22 zu ziehen. Für Geschäftsführerin Stefanie Wendisch war das eine gute Gelegenheit, für eine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb zu werben. Also ich sage immer, wer zu uns kommt, hat sich ja auch meist dafür entschieden und bleibt. Wir sind inhaberbezogen, bei uns sind die Aufstiegschancen größer, weil wir jetzt nicht so viele Azubis haben. Also auch einer, der vielleicht jetzt nicht so Ellenbogen und nach vorne kämpft, sondern auch ein bisschen ruhiger ist, findet seinen Platz und seine Bestätigung und seine Anerkennung. Was ich bei Berufen wie eben in der Zulieferindustrie oder Autoindustrie sehe, da wollen viele hin und da muss ich viel mehr kämpfen. Und hier kann man wirklich sich auf seine Bestimmung konzentrieren, auf sein Talent, auf seine Freude, an Spaß und findet dann auch seinen Platz, weil man auch einen Platz findet, wo man gebraucht wird. Agenturchef Sven Schulze pflichtet bei. Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich glaube, die Zeit für Jugendliche, die sich über die Ausbildung hinaus mehr wünschen, mehr entwickeln wollen, noch nie so gut war. Wir haben im Erzgebirge viele familiengeführte Unternehmen, die in den nächsten Jahren altersbedingt das Geschäft aufgeben müssen und damit gute Chancen bestehen, auch in Selbstständigkeit einzutreten, für diejenigen, die mehr wollen als eine Beschäftigung. Die Situation im Handwerk in Bezug auf den Nachwuchs fällt in diesem Jahr laut Steffen Bütscher, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Erzgebirge Chemnitz, positiv aus. Handwerksbetriebe setzen verstärkt auf Ausbildung. Die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse ist auf 2043 angestiegen. Das sind 72 oder 4% mehr als im Vorjahr. Die Top 3 der Wunschberufe waren dieses Jahr bei den Jungs unverändert der Kfz-Mechatroniker auf Rang 1, gefolgt vom Tischler und zum ersten Mal dabei der Fachinformatiker. Der Verkäufer rutschte auf Platz 5. Bei den Mädchen stehen unverändert zum letzten Jahr die Verkäuferin an erster Stelle, gefolgt von der Kauffrau im Einzelhandel und der Kauffrau für Büromanagement.